bleiben? Nee, sollen sie wieder zurückfahren. Aber brauchen wir einen Trecker? Ja, vielleicht. Es könnte dann anständig gespielt, nicht so wie jetzt. Ja, hin und her fahren halt. Ja. Und vor allem normal spielen, beladen und nicht einfach so irgendwie hinterherziehen. Ja. Ja, ab sofort vernünftig spielen. Bisschen. Genug geblödelt. Genug geblödelt? Ach. Jetzt könnte aber wieder Dark werden. Das ist ja eh nur wieder Fusch. Das funktioniert ja irgendwie alles. Hast du es gerade geblinkt? Ja. Toll. Es geht. Blinker in LS. Wenn er nach dem Schwenken den Blinker nicht ausschaltet. Oh, ich kenne das schon alles gar nicht mehr, wie man blinkt und so. Numpad 1 bis 3. 1, 2, 3. 2 ist halt. Bahn, Blinker. Und der Rest erklärt sich von selbst. Und ich fahre sogar mit Rundumleuchte. Ja, die kann ich nicht einschalten. Position A. Hast du es bei mir überlegt? Ja, Nellert hat er gesehen, oder? War nicht das eine Feld, gell? So, ist das jetzt eigentlich reif? Hast du eigentlich verdorren an? Nein. Dann hat der TPS. Also bitte, wer ist dieser Neil dort? Also das ist, glaube ich, fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn das schwarz ist, ist er fertig. Diese Kuh ist er noch nicht fertig. Aber ich bin ja trotzdem schon mal hin. So, gut, du machst hart öffnen. Wir machen mal Plane öffnen, weil wir es können. Hm, alles drin, passt. Jetzt ist er schwarz. Das schaut eigentlich hinten aus, das ist auch schon fertig. Es ist sinnvoller damit anzufangen, aber. Mal damit anfangen. Hm. Oh, schön. Ach guck, sie muss ich anschalten. Hilfe einstellen, sie muss ich senken. Karte aussteigen. Bin ich dumm oder kann man bei der Seemaschine nicht auswählen, was man setzen will? Muss schon, gell? Aber das vorher nicht einschalten. Bei mir gibt es kein Z. Da. Bei mir steht. Luft. Abkoppeln. Seemaschine einschalten, Helfer einstellen, Seemaschine heben, Karte vergrößern, aussteigen, Licht ein, aus, Plan öffnen. Komm mal her, wohl. Plan öffnen vielleicht zuerst? Nee. Doch. Ja? Du musst den erstmal aufklappen. Nee, ich bin außen eingestiegen, das hat gereicht anscheinend. Ach, konntest du jetzt okay, rein, ja? Jetzt geht's halt, ja. Dachte ich mir gerade, bin ich dumm oder was? Los, wir warten, ich muss ja gucken, was ich haben werde. Das will ich. Weg davon. Was? Falscher Anschlag. Da fahr du, wenn du willst. Nein, ich wollte hier drauf sitzen. Wie geht das Ding nach unten? Haha. Normal aussteigen, Karte, schnell weg. Nein! Das geht ja so nicht. So, das geht so. Oh, boah. Nein, hä? Linke Maustaste gedrückt halten und dann rauf, runter. Oh. Oh. Natürlich jetzt hier ultimative Logge. Ah, tut immer wieder weh. Ja, wir fahren so falsch rum, dann muss man richtig rumfahren. Jetzt wird's kompliziert. Normal ist das eine zum Durchfahren, gell? Das ist gar nicht zum. Der Hexe. Und wo immer Hexe. Bei Raps kommt wohl nichts hinten raus, oder wie? Nee. Na dann passt doch alles. Jetzt kann man eh wieder runterstellen, gell? Ja. Doch. Ja, nein.
Das läuft. Ich fahre mit 9 km/h. Ich mit 14. Ich laufe fast 14 km/h. Oh, wenn das in Real Life nur so wäre. Aber das geht nicht ganz auf. Voll kompliziert, man. Fahr mal einen Kreis. Du das. Einfach. Du bist voll der Cheater, man. Wie du noch was sehen kannst, obwohl ich vorne drauf stehe. Du stehst bei mir auf und Dings drauf. Ja, vor. Hier vorne auf dem Motor drauf, genau vor deiner Windschutzscheibe. Nee, bei mir stehst du auf dem Dach. Jetzt so? Na, jetzt hilfst du so zwischen Dach und Motorhaube. Ja. Jetzt bist du auf dem Dach. Ja, ja, jetzt bin ich auf der Motorhaube. Ja, jetzt hilfst du ja so hin und her. So, jetzt bin ich wieder auf der Motorhaube safe. Nein, am Dach. Nein, Motorhaube. Nein, bei mir am Dach. Jetzt, jetzt bist du Motorhaube, ja. Und jetzt? Motorhaube. Gut. Und bei mir passt auf den Fußboden. Nein! Voll die gemeinen Denkmanöver, das ist jetzt die hier. Ja, mei. Oh, zusammen gefahren. So. Eine Mitfahrgelegenheit so vorne auf. Ey, scheiße. Bin runtergelaufen, hab ich die Orientierung verloren. Gott, 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 Gott. Komm doch! Nein, er kommt wirklich! Nein! Nein, lass mich! Gerät ist eindeutig zu kosten. Der kann rückwärts nicht so schnell rennen wie vorwärts. Ja, kannst du ja auch nicht, oder? Mann, Mann, Mann. Voll an wie das Game. Ja klar, rückwärts 50, vorwärts 20. Easy. Easy cheesy. Wie zu einfach ins Leben. Was? Hast das du? Ja, natürlich, was? Natürlich! Was denn sonst? Das Rohr hängt drüber. Hey, du hast ja sogar die Runde. Das ist doch super. Ja. Bevor billig. Pause mal. Ich reg mich schon auf, wenn ich voll bin. Ich beschwör mich schon, dass dann wieder keiner da ist. Funktioniert das jetzt eigentlich ordentlich? Haben wir das eigentlich schon lange, dass das Zeugsten, was da vorne abschneidet, wirklich zum Maul reingeführt? Ja. Schon ewig. Ja, so überlegen. Was ist ein 15er? Schon. Mal LS15 morgen spielen? Und mal gucken, was sich geändert hat. Was ist jetzt ja, man weiß es ja echt nicht. Was hat man wirklich gesagt? Was macht ihr jetzt? Ich tu's sehen. Weil TPS einfach nur so rumläuft. Ja, was soll ich denn machen? Weil er Hobbys hat. Keine Ahnung. Weil er nur so rumläuft. Bäume fällen. Ach, nee. Wir haben einen Hof noch gar nicht, ein bisschen was rumstehen. Steht alles im Weg. Wir können uns noch keinen neuen Schlepper leisten. Aber Betriebskosten. So, einer steht da unten noch auf dem Hof. Ja, was soll er mit dem machen? Er könnte grob angehen, nachdem gleich nach dem ihr geerntet habt. Uns nachfahren. Ja. Hopp hopp, TPS. Wir fahren halt im Kreis. Yay. Ja, grubern. Kreis fahren kann ich auch. Ja, das haben wir jetzt gemacht, gell? Richtig, ich hab schon gelernt. Das haben wir gelernt. Ich mal sauber gemacht hab, weil das Ding, ey. Das klingt ja auch. Erstmal sauber, Mann, das gute Ding. Ich darf den Rost ansetzen hier. Ja, ich komm da auch zur Reinigung, bevor ich das nächste Pferd mache. Ja, weil das hat die Maschine. Reinigungsdienst wartet hier bereits.
Ich werde hier nie fertig beim Sehen, also brauche ich mir keine Gedanken drüber machen. Vorher sterbe ich, bevor ich fertig bin. Mit Hydraulikwäsche und allem möglichen, ja. Tankwäsche von innen und außen. Motorwäsche. Ganzkörperwäsche. Ja, auch vorhanden, kostet aber 500 Euro extra. Egal, geht auf den Chef. Okay. Ja, aber jetzt Innenraumwäsche einmal im Jahr. Nur zu Weihnachten. Als Geschenk. Ich seh bald. Familie für dich. Jeder darf mal kurz was drüber spritzen. Bisschen ja. Wasser. Und dann steigt er selber in die Badewanne. Einmal im Jahr. Sogar das ist ja nicht vorhanden, Junge. Also mit denen Maschinen da arbeiten, das dauert echt ewig. Da bist echt alt. Du gehst vorher in Rente, bevor du fertig bist. So, was kann ich machen? Grubbern. Grubbern war das Ding hier, die festige ganz links, war? Ja, da stehen nur eine Geräte, da drüben stehen dann. Das mit den Zacken. Alle Zacken. Ich würde aber sagen, das was Gruber halt. Wäre eine Möglichkeit. Könnte das Synchro? Durchaus. Okay. Bin mir ganz sicher. Blau aus. Nee, er ist rot, oder? Rot, glaube ich, Das Tolle ist, man kann ihn auch ausklappen. Oh, ich kann noch nicht mal triffen mit dem ollen Bagger als Hacker. Dann leer jetzt gerade. Okay. Ach jo, ein bisschen in den Kreis fahren hier. So wie wir es gelernt haben. Gib mein Bestes. Go, DPS, go! Schneller geht nicht, schneller geht nicht! Wo arbeitet der jetzt ein? Ja, bei euch. Blöd wäre, wenn er jetzt bei mir nachgrubbern würde. Wird er schaffen? Wird er die Kurve kriegen? Siehst du mehr, seht ihr nichts mehr allein. Wird ihr bald so sein, oder? Also ganz sauber ist es jetzt auch nicht, was ich hier jetzt hinterlasse. Also der Kreis ist nicht rund. Ach. Nee. Warum das nicht? Vor allem lässt er immer was stehen. So. Muss halt genauer fahren. Ja. Ein bisschen kannst du ja reingehen und dann nimmt das mit. Dann nur ein bisschen. A little bit, wasn't it? Man will sich natürlich eine Runde sparen im Endeffekt. Ja. Aber wenn du dann daneben fährst, dann sparst du gar nichts. Weil du dann wieder zurückfahren musst. Kostet Zeit und Geld. Du kriegst Kedi auch schon bezahlt, mein Freund. Der kriegt gar nichts bezahlt. Ein Eurojob, ey. Noch nicht mal. Nicht mal. Behörde, wenn du kommst. Ja. Er muss mir zahlen, dass er arbeiten darf, gell? Richtig. So. Was hast du gesagt? 150, oder? Ja, irgendwo schuldest du mir, genau. Nee, Minuten dann. Musst du aufhören, aufnehmen. Wie aufhören? Halt aufhören. Erkündigt. Ja. Er hat kein Geld mehr für den Arbeiten. Und dann würde ich jetzt sagen, beenden wir die Aufnahme. Machen wir das nächste Mal weiter. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.